Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer. Ja, hallo, herzlich willkommen zum VfR TV, der Torschütze und gleichzeitig den Siegtreffer. Darf ich dich begrüßen, Dennis Niebau, hallo. Dennis, wie hast du das Tor gesehen? Wie war es? Wie kam es zustande? Extrem glücklich, also der Torwart macht einen Abschlag aus der Hand. Der eigene Verteidiger sieht den Ball nicht, der wird irgendwie schlecht abgeschlagen, kriegt den Ball in den Hinterkopf, genau um Hauki in den Lauf. Der muss nur noch querspielen und dann stehe ich allein vom Tor und hab glücklich die Nerven und mach das Ding. Hat er dich gesehen oder hat er hinten Augen im Kopf gehabt, der Hauki? Nein, ich habe gerufen, wollte natürlich den Ball haben. Okay. Ja, wer war nicht? Er macht halt überragend. Und dann wunderbar reingeschoben. War auch gleichzeitig der Siegtreffer, das Spiel an sich? Warst du zufrieden mit deiner Teamleistung oder gab es ein paar Verbesserungen? Nein, wir wussten, dass es halt schwer wird und wir haben es schon extrem gut gemacht. Wir haben kämpferisch gut dagegen gehalten, so wie wir es wollten, und spielerisch ab und zu Akzente gesetzt. Und ich denke, wir hatten also mehr Ballbesitz und haben auch letzten Endes durch den Ballbesitz, auch durch die Aggressivität und den Willen verdient gewonnen. Willen, Aggressivität haben wir alle gesehen. Ich glaube, den Dreier kann man dem Nico schenken. Er hat sich leider unglücklich verletzt. Wie hast du die Situation gesehen oder mitbekommen? Ja, wir waren im Konter. Wir wollten schnell nach vorne spielen. Er macht einen langen Schritt. Der Gegner geht seitlich von hinten rein. Er kommt anscheinend unglücklich auf und kriegt dann noch einen Schlag mit. Und er hat sofort gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, aber das Wadenbein oder das Schienbein, was halt letztendlich wahrscheinlich durch ist, er hat selber kein gutes Gefühl. Und ich hoffe, es ist nicht so schlimm, aber das schmerzt schon sehr. Und der Sieg gilt natürlich auch ihm. Wunderbar. Mit diesen Worten verabschieden wir auch. Wir drücken die Daumen für Nico, dass alles gut ist und dass er nicht so lange ausfällt. Vielleicht, dass er auch bald wieder bei der Mannschaft oder ein Feedback uns geben kann. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche beim Heimspiel gegen Dachau. Ciao.